Bleiben Sie hier. Wenn Sie schauen auf die Wände, rechts und links ist was für Sie. Bilder von Camilla lauter Menschen durch ihr Auge sehen. Liebe, Leben, Lust und Laune und doch sehr viel Fantasie. Ganz herzlich begrüßen hier bei uns in der Lutherkirche. Mein Name ist Friedrich Laker, ich bin einer der Pfarrer, die hier in der evangelischen Lydia-Gemeinde tätig sind. Und wir haben drei Zentren. Das eine davon ist das Lutherzentrum, die Lutherkirche, in der Sie sich jetzt hier befinden. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und vor allem freue ich mich, dass Camilla Lauter gekommen ist und wunderschöne Bilder mitgebracht hat. Die Porträtbilder, die Sie jetzt hier rund herum in unserer Lutherkirche an den Wänden sehen können. Ich denke immer wieder, unsere Kirche hier ist sehr schön geeignet für Ausstellungen, weil man eben diesen Rundgang machen kann. Man kann eben ja auch mehrmals gehen. Und es wird Ihnen vielleicht auch so gehen, wenn Sie dann sich diese Zeit nehmen, werden Sie feststellen, bei jedem Rundgang werden Sie etwas Neues an diesen Bildern entdecken können. Also herzlich willkommen und schön, dass diese Bilder von Camilla Lauter nun für einige Wochen hier, ich glaube bis zum 26. April, genau, ne, hier hängen werden und hoffentlich viele, viele Menschen diese Bilder sehen, betrachten und genießen werden in den nächsten Wochen. Diese Bilder beleben unsere Lutherkirche allein durch ihre Farben. Das macht sie natürlich wunderschön, auch gerade vor einem grauen, tristen Hintergrund. Da kommen besonders diese Farben zum Vorschein jedes einzelnen Bildes. Jedes Bild ist etwas Besonderes, wie jedes Gesicht eines Menschen etwas Besonderes ist. Und meinem Gefühl nach hat Camilla Lauter ein besonderes Händchen dafür, Gesichter individuell zu gestalten, zu beleben mit ihren Bildern. Dass Gesichter die Menschen immer beeindruckt haben, habe ich eben schon im Gottesdienst erwähnt. Schon seit Urzeiten spielt es eine Rolle, die Gesichter von Menschen als Andenken zu bewahren. Von Menschen, die gegangen sind, hat man Bilder aufbewahrt. Als man noch nicht fotografieren konnte, hat man auch eben früh angefangen zu malen. Und das hat seinen Hintergrund, weil Gesichter etwas ganz Besonderes ausstrahlen von einem Menschen, eine ganz besondere Lebendigkeit. Ich habe das eben in der Predigt einmal kurz erwähnt. Das ist ja interessant in der Zeit modernster Technik, ja, wo man mit Handys und Internet weltweit schnell kommunizieren kann, kommen die Mächtigen der Welt immer noch mit riesengroßem finanziellen Aufwand in einer Stadt, in diesmal in London, zusammen, um von Angesicht zu beraten. Die wichtigsten Verhandlungen führen auch Manager großer Firmen und Betriebe nur von Angesicht zu Angesicht, nicht am Telefon, nicht per E-Mail oder Internet. Weil das Gesicht ist unersetzbar eines Menschen. Es kann sehr vieles eben halt sagen, was man mit Worten gar nicht ausdrücken kann. Es spricht eine ganz besondere Sprache und auf die kann man offensichtlich auch in Verhandlungen bis heute in unserer modernen Zeit nicht verzichten. Es sind schöne, freundliche Gesichter, die wir hier erleben, so wie die Menschen sich Camilla Lauter präsentiert haben. Und Sie, das wird gleich Camilla Lauter selbst Ihnen noch sagen können, Sie selber können sich auch malen lassen. Aber da möchte ich nichts vorwegnehmen. Vielleicht hören wir erstmal noch mal den Chor dazwischen oder wollen Sie direkt sich anschließen? Also vielleicht jetzt direkt, ich möchte Sie auch herzlich begrüßen. Ich denke, allzu viel sollte ich über die Bilder nicht erzählen, denn sie sprechen sicherlich für sich. Eins möchte ich noch ergänzen. Ein Gesicht eines Menschen ist einzigartig, so wie ein Mensch, jeder Mensch einzigartig ist.
Und im Vergleich zur Fotografie kann man in einem Bild, in einem gemalten Bild, sicherlich mehr ausdrücken und mehr festhalten als ein Foto, das kann. Das ist alles, was ich sagen wollte, und ich übergebe jetzt an Patrick.